Hallo, liebe Zuschauer, und ja, willkommen zurück zu GTA Online mit uns vier Verrückten hier. Ja, nachdem wir das EMP abgeholt haben, müssen wir es auch wieder abliefern. Und das machen wir jetzt in der nächsten Mission. Und nachdem ich die Einleitung gemacht habe, melden sich die anderen drei auch noch zu Wort. Hallo. Wort. Melden. Damit haben wir, glaube ich, das Niveau, das Spitzenniveau des Tages erreicht. Es kann nur noch bergab gehen. Wie immer. Ja, schade eigentlich, dass wir das Niveau sofort so und so hoch pushen. Schade, Da schade. brauchst du Brucies Zeug. Oh, geil. So, ich bin Ich bereit. bin zwielichtig. Ja. Ich auch. Trickst du die nicht kalt? So ohne. Puh, nee, ich muss wissen, ich bin in Peru auch so rumgelaufen. Die Temperatur war schon recht niedrig, aber Och, es regnet. Och, tut mir leid, Patrick. ich bin's gewohnt. Yay, ich sitz vorne. Yay, ich hab dich mal Patrick nicht aus dem Auto rausgekickt. Endlich. Gut, Dominik erzählt eine schöne Geschichte. Ja! Ich kenne keine. Buh. Das ist sehr gut. Ich habe schon alle Geschichten erzählt, die ich kenne. Es war einmal ein kleiner Seestern. Er war so hässlich, dass alle anderen gestorben sind. Ende. Das ist ein Seebaus. Jetzt ist es ein Seestern. Das könnte auch ein Seebarsch gewesen sein. Das ist schon ein Der bisschen Seestern was hat her, die Geschichte. seitdem ich das geguckt habe. Der Seestern war der, der die Geschichte erzählt hat. Ich weiß, dass wir die Seestern genommen. Das ist was, an was ich mich daran erinnern kann. Vielleicht hat er aber einfach nur gesagt, dass er selbst so hässlich ist. Ich weiß nicht. Wird zu ihm passen. Nee. Doch, weißt du. Wir haben uns schon getroffen. Wir haben auch schon alle zusammen gegessen. Jetzt hab ich Hunger. Ich auch. Ja, aber ich hab. Hä? Das ist falsche Straße. Das hat nichts mit der Geschichte zu tun. Ach so, ja. Dachte, du meintest mich. Nein. Das Einzige, was ich jetzt von seinem Gespräch mitbekommen habe, ist, dass er einen Abschluss im Knast gemacht hat. Ich habe Jetzt mitbekommen, hat man dass den er. Presse gewechselt und dann ist es dann alles Bande gewesen. Boah, Ric Flair war auch dabei. Statt was von Flair, Shannon. Wusstet ihr eigentlich, dass Ric Flair einen Gastcharakter oder einen Charakter gespielt hat bei Command & Conquer? Ja. Ich interessiere mich nicht für diese Spieleserie, aber es freut mich. Ich weiß, dass Roddy Piper bei Saints Row 3 war. War es 4? Ich weiß nicht mehr. Es war Saints Row. Vier. Und Ja, Teil 3 war leider. Rob Van Dam. Und Hulk Hogan. Stimmt, ich wollte noch Saints Row 2 spielen. Und 3. Und 4? Ja, Ich und erinnere mich, 4. dass wir auch mal 4 spielen wollten. Du mit mir zusammen Ich und meine, wir den wollten anderen. Re-Electrified oder so spielen. Ich weiß nicht, war das nicht das, was es bei PS Plus mal Ja, gab? das, Nein, das. Nein, das war das war das Gate Get of Out of Hostel. Hell. Get Out of Hell, so. Ah ja, genau. Ach, mit dieser grandiosen Mu Musical Number, ich erinnere mich. Ja. Mit dem Immer DJ, so trash. der so gar nicht rumgeglitscht ist. Nee, nee. Mit wem war das? War es mit Chris oder war es mit Max? Ich weiß nicht. Wir haben das, glaube ich, zusammen gespielt. Aber ich glaube, Ich das ist hab's mit Max ich in der ich hab, ersten. ich hab im SharePlay zugesehen. Wo möchte sein, dass Max das in
Also ich habe es privat, also wir haben es privat auf jeden Fall, hast du mir, war es Shareplay. Ich meine, da gab es einen richtig schönen Glitch. Ich weiß es nicht. Ich meine, das Spiel war generell fucking broken as hell. Ja. Dein Glitch-Face. Also ich habe irgendwie mal 30 Minuten Tropico mit dir gespielt, das war... Mhm. Ja. Das war ein Erlebnis. Es gibt einen Grund, warum das Spiel nicht mehr auf meiner Festplatte ist. Pico, also für die Leute, die Tropico mögen, mag ein gutes Spiel sein, ist auch von einem deutschen Entwickler, also ein gutes deutsches Spiel. Das ist deutsches Kulturgut. Ja. Fucking hell! So wie die Siedler. Für mich nichts. Ah, jetzt sind wir hier. Ich hasse dich. Schenkfest! ja? Fahr einfach los. Alter. Halt auf die. Nein! Was zur Hölle? Ich wollte dich befreien. Ja. Aber war schon frei. Dann losfahren, wenn ich nochmal einsteigen bin. Was hat denn? Mir verletzen können. Wir sind zu spät. Patrick fährt gerade, ne? Was du da? Wir sind zu spät. Du hin? Also Patrick fährt, ne? Ich meine, was bist du zu spät? Ich kann verstehen, dass er nicht weiß, wie man den fährt. Und den hab ich gefahren, alleine. Als ich meine Singleplayer-Mission hatte, aber... Was leuchtet da drin eigentlich? Ach, das EMP. Ja. Das ist ein Tesseract. Ja. Achso, wir sollten vorsichtig sein. Ja, das ergibt Sinn. Ja, so mit einem EMP... ja. Ist das schon... Ich meine, man könnte jetzt sowas sagen, man merkt, dass eine Frau im Steuer ist, aber... Siehst, ich hab ne Ausrede. Sollen wir einfach mal merken, dass Patrick in der Steuer sitzt. Das ist nämlich besser. Ich hab noch. Ich hab keinen Führerschein, ne? Deswegen. Eben, deswegen. Ich kann noch kaum steuern, ne? Warum fährst du dann? Ich glaube, Dominik ist der Einzige mit Führerschein, oder? Nee, Max auch. Was? Ach, du auch noch raus. Was? Hä? Ja, seit 6 Jahren. So, dann bitte, 60. Dann lass bitte Max fahren, danke. Ey, das ist gemein. Max ist alt. Bin der Älteste von uns. Ja, siehst du, 60 Jahre. Wie oft bist du gefahren, Dominik? Nicole, wann hast du deinen Führerschein gemacht? Auch so vor 6 Jahren. Was steht auf deinem Führerschein? Nein, Dominik, du hast es vor 4 Jahren gemacht. Das ist vor 4 Jahren gemacht. Nein, da war ich schon 17. Als ich den gehabt hab. Nee. Doch. Du hast noch in der Hälfte gemacht. Ja. Ja, da warst du 18 oder so. Nee. Da war ich 17. Nee. Boah, wie sagst du denn? Das war kurz vor meinem. Das war im Oktober. 3 Monate später wurde ich 18. Ja, also ich war 18, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Ich glaube, es war, wenn ich mich richtig erinnere. Der 7. Januar 2014. Und den musste ich innerhalb von, ich glaube, 1,5 Monaten musste ich sämtliche Fahrstunden machen. Weil ich 3 Wochen später zu meiner Ausbildung 1,5 Stunden von meinem Zuhause weg musste. Da kann ich einfach mal sagen, ja, ich muss jetzt mal kurz weg, ich habe Führerscheinprüfung. Mitten im Unterricht, ne, geht schlecht. Ja, bist du eigentlich schon mal gefahren, nachdem du den Führerschein hast, Dominik? Ja. Wie oft? Ja. Also wie oft? Keine Ahnung. Dreimal schon. Nee, war schon öfters. Ja. Das war das Weiteste, was du immer gefahren bist? Keine Ahnung. Okay. Okay, was müssen wir machen? Da ist eine Wache. Scannt jeder von uns die Kameras? Ja. Ah, okay. Wenn ihr eine Kamera seht, ja.
Leute. Da sind Tiere im Käfig. Okay. Oh. Wir waren alle sofort synchron die Maske aufsetzen. Ja, außer Chris. Müssen ja. Wir die jetzt alle abschießen? Ah, okay. Ich mach, wer kommt mit mir? Wie, hast du einen Schalldämpfer? Nein. Dann geh rein. Doch, doch, auf meine Pistole am Schalldämpfer. Gut. Muss einer das Ding fahren oder so? Ja, kannst du gleich machen. Ich fahr mal ein bisschen zurück. Achso, ihr, ja, ja, ihr schießt die Leute mal ab. Warum? Wer? Ihr, warum? Von mir! Wie? Der, ich war nicht mal in seinem Radius! Ich hab nicht mal geschossen! Ja, das ist gut gelaufen. Gut. Wie konnte er mich sehen? Weil ich bin halt da zu ihm geschlichen, war nicht in seinem Radius und er schießt direkt auf mich. Ja, sein Radius beginnt dort. Nein! Ich bin extra nach links gegangen, damit ich außerhalb seines Radius bin. Der hat ja nicht mal in meine Richtung geguckt. Müsst ihr euch da einschleichen oder könnt ihr euch die auch einfach abschießen? Schleichen, wir wurden gerade alarmiert. Ja. Scheiße. Na ja, gut. Gut, ich bleib dann einfach in dem Auto sitzen. Jojo. Ja, mach das. Wo ist das Auto jetzt eigentlich? Achso, da. Blinde Sau. Ja, bei mir wurde's nicht gezeigt. Blinde Sau. Da ist noch ein anderer Typ bei ihm. Max, du bist ein Profi. Bleib stehen. Oh. Okay. Ich hasse das fucking Handy. Du willst mich verarschen! Aber, wieso kommt der hier raus? Ja, von mir wahrscheinlich, ne? Mann, Dominik! Von mir, weil der auf einmal rausgefahren kam. Das hat mich total überrascht. Ja, aber das Ding ist, der wird definitiv die erste Leiche sehen. Wir müssen uns also weiter verstecken. Bis der vorbeigefahren ist. Das heißt, wir verstecken uns hinter dem Auto von Max. Mhm. Weil ich stand mitten auf der Straße. Ich wusste gar nicht, wann ich hätte hinlaufen können in der Zeit. Gut, denn ich kann mich erst bewegen, wenn ihr alle Wachen praktisch weggemacht habt. Genau. Alle Wachen, die in deinem Weg wären. Und wir können das Fahrzeug nicht, oder den Typen im Fahrzeug nicht umbringen. Sonst wären wir auch alarmiert. Also wären zwei die anderen alarmiert. Er hat ja einen Beifahrer. Ja, oder wenn wir beide umbringen. Du kannst dich noch an die eine Stealth-Mission erinnern. Die werden instant alarmiert. Ja. Ich guck mal, wo das Fahrzeug ist. Ja, ich seh's. Der fährt schon rum. Gut. Ja, der fährt rum. Noch ein bisschen zurück. Na stimmt, der darf ja auch Max nicht sehen. Ja. Kann ich das Licht irgendwie ausmachen? Mit linkes D-Pad. Ja, er ist jetzt am Tor. Ja, ich sehe, wir sehen. Steht vorne. Kommt jetzt rausgefahren. Mhm.
Dann wirst du gleich rausfahren. Ich weiß nur nicht, wie weit er fährt. Der fährt ganz weg. Gut. Sagt mir das! Hab ich doch. Ja. Also Max soll es nicht auf die Straße. Tajolisch. Was? Ja. Der, wir sind in seinem Kegel. Ich hab gedacht, dass jetzt wegen mir dort steht. Weil ich vor dir stand, aber. Wir sind in seinem Sichtkegel. Okay. Wenn er rausfährt. Warum kann ich nicht vor. Kann ich auch nicht. Ich weiß schneller nicht. Neustart? Hallo? Bei mir sehe ich nichts. Ah. Okay. Das ist blöd. Ich weiß, was das Problem ist. Ja, was ist denn das Problem? Ich glaube, ich höre es auch. Mhm. Was denn? Genau. Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Ja. Was ist denn euer Problem? Oh nein, ich sehe. Ach man, ey, ich krieg einen Anfall. Ist das fucking Internet? Danke, Unity Media, ihr seid fucking Vollidioten. Bitte geht euch fucking nochmal erschießen. Wir sehen uns.